Was ist das? Eine Puppe. Voller Blut. Der schwarze Wolf versklavt Kinder. Ja. Und verkauft sie dann an die Mamushi-Brüder. Wo ist er? Sein Lager liegt an diesem Weg. Doch es wimmelt vor Mongolenwachen. Dann sterben sie mit ihm. Ich muss den schwarzen Wolf töten. Ich hatte die Chance. Vor langer Zeit. Doch ich konnte nicht. Ich kann dir helfen. Wir greifen frontal an. So weiß er, dass wir kommen. Er soll sich hilflos fühlen. Wie gelähmt. Das wird er. Und wenn wir fertig sind, fühlt auch Altern sich so. Hier lang. Ein Mongole. Wenn er uns sieht, warnt er den Rest. Überlass das mir. Das Lager des schwarzen Wolfs ist hinter den Bäumen an der Küste. Dann los. Du kennst diesen Ort gut? Taka und ich kamen aus Yarikawa hierher. Ich dachte, hier finden wir Zuflucht. Ich lag falsch. Ich sehe den schwarzen Wolf nicht.
Feigling ist bestimmt geflohen. Er darf nicht entkommen. Halt, das Mongolenschiff dort. Da könnte er sein. Wo ist er? Mongolenschreie werden ihn anlocken. Was immer ich auch getan haben soll, Altan zwang mich. Ihr versklavt Kinder. Nein, ich... Und das schon seit 20 Jahren. Ihr nahmt mich und Taka gefangen. Verkauftet uns den Mamushi-Sklavenhof. Taka, er war mein Liebling. Doch soweit ich mich erinnere, brachtet ihr ihn zu mir. Ich wusste es nicht. Yuna, er gehört dir. Geht es dir gut? Verlassen wir dieses Boot. Verbrennen es. Altan wird es sehen und wissen, dass wir kommen. Er wird handeln müssen. Jim. Was der schwarze Wolf sagte, war die Wahrheit. Was heißt das? Ich traf ihn damals in Utsuna. Er bot mir Essen und eine Unterkunft. Ich fragte, ob Taka auch kommen könne. Er machte uns betrunken. Und dann? Taka weiß es nicht mehr. Aber ich... Ich war erstarrt. Ich hätte ihn töten können. Taka retten. Doch ich hatte zu viel Angst. Nicht deine Schuld. Dank dir wird er keinem Kind mehr wehtun. Ich brauche etwas Zeit. Ich gehe ins Gasthaus. Wir sehen uns dort.
Was ist? Altan weiß Bescheid. Das war seine Antwort. Er will ein Treffen in einem Lager an der Grenze zu Kushi. Das wird er büßen. Wir ziehen ihn zur Rechenschaft. Ihr habt nichts als Tod gebracht. Rache zu üben ist unsere Pflicht. Wir werden Altan dafür bluten lassen. Das ist die Pflicht eines Samurai. Yuna ist bloß eine Diebin. Und Diebe haben keine Ehre. Wir machen es wieder gut. Ich schwöre. Deine Versprechen sind genau wie du. Wertlos. Auf zu den Pferden. Du weißt, dass wir in eine Falle reiten. Ich weiß, aber das schulde ich Ichi. Wir müssen uns auf Altan konzentrieren. Was immer zwischen euch passiert ist, darf nicht im Weg stehen. Du verstehst das nicht. Ichi war Sklavin auf dem Mamushi-Gehöft. Dort lernten wir uns kennen. Sie hat sich um mich und Taka gekümmert. Uns vor dem Schlimmsten beschützt. Dank ihr konnten wir entkommen. Das war ihre Entscheidung. Du schuldest ihr nichts. Das ist nicht alles. Wir schworen uns, gemeinsam zu fliehen. Gerade rannten wir noch alle. Und dann schrie Ichi plötzlich auf. Und ich rannte weiter. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich schulde ihr mein Leben. Warum hast du ihr nicht geholfen? Taka und ich waren Kinder. Ich wusste, sie würden uns töten. Manche Kinder kämpfen gegen Monster und siegen. Es vergeht kein Tag, an dem ich meine Entscheidung nicht bereue. Das ist Vergangenheit. Du musst deine Schuld loslassen. Sie ist im Weg, wenn wir uns Altan stellen. Mir wird gar nichts im Weg stehen. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, wie viele Männer Altan dabei hat. Oder wo sich der Bastard versteckt. Oh!
Ich kann eure Leute den ganzen Tag töten! So. Jin, da kommt jemand. Das ist er! Altan. Mit noch mehr räudigen Hunden. Altan. Empfangt das Urteil für eure Taten. Ihr wollt mich verurteilen? Ihr habt eure eigenen Leute ermordet. Die Mamushi-Brüder und der Schwarze Wolf waren Verräter. Ist das eure Ausrede? Euer Vorwand, zum mordenden Geist zu werden? Kein Wunder, dass dieser Ryuzo sich gegen euch wandte. Genug! Beenden wir das hier. Zu überleben. Ich bitte im Dienste des großen Friedens. Ihr tötet nur für euch selbst. Keine Lügen mehr, Altan. Ich weiß, was ihr seid. Altan ist tot. Doch unser Volk weiß, was ihr den anderen antatet. Jetzt fürchten sie, der Geist kommt auch zu ihnen. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Was glaubst du, Ichi? Sind wir Monster? Ich glaube, ihr habt getan, was nötig war. Leb wohl, Yuna. Nimm dir Ichis Worte nicht zu Herzen. Ich will nicht, dass unser Volk mich fürchtet. Du kannst nicht erwarten, dass jeder versteht, was du tust. Oder wieso? Nein. Aber habe ich die Grenze überschritten?
Falls ja, stehen wir auf der richtigen Seite. Masako! Eure Hilfe. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden, doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger, unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Kommt. Ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Seht, dort drüben. Einer eurer Soldaten? Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Thank you.
Asako, hier drüben. Ein Adachi-Banner. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Kuchi-Banner. Eins unserer Banner. Mein Pferd. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Nicht nur ein tapferer Soldat, auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ein Nagao-Krieger. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Liegen so gern auf diesem Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch immer. Aber meine Kinder sind tot. Und ich lebe. Das ist das schlimmste Versagen. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist es nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Sind sie, verdammte Mongolen! Hüpfen Sie ruhig!
musst du! Vorsicht! Da könnten mehr sein! Sie kommen den Hügel rauf! Da, im Gras! Schaut, hinter den Bäumen! Ich glaube, das war's. Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass sie nun Frieden hat. Wie sie alle.